Es ist wieder Zeit für ein Casual Friday und ein Atari-Spiel. Es ist nicht nur ein Atari-Spiel, aber ihr seht schon, Lucasfilm Games. Ihr habt auch gelesen, Indiana Jones and the Last Crusade, The Action Game von 1989, direkt mit dem Film rausgekommen und natürlich unter LucasArts veröffentlicht. Also es ist nicht das Point-and-Click-Adventure, es ist nicht das andere Spiel, das 1991 rausgekommen ist. Und es gab es auf ganz vielen Plattformen. Ich lese mal kurz vor. ZX Spectrum, Amstrad CPT, Commodore 64, Atari ST, Amiga, IBM PC, MSX, Master System, NES, Game Boy, Sega Genesis und sogar auf dem Game Gear gab es das. Das versuchen wir heute mal zu spielen. Und ich setze mir mal das hier auf. Dann hören wir uns die super Musik an. Kennt ihr natürlich. So, und ich war damals von der Grafik beeindruckt. Wir sehen hier auch 1989. Indiana Jones and the Last Delight. Okay, die High Scores. Das ist hier auch irgendwie so eine gecrackte Version. Und hier sehen wir auch Schnitte aus dem Film, das ist schon mal ganz gut. Es sieht beeindruckend aus. The Cross of Coronado. Und genau, das ist hier unser Indiana Jones. Wir sehen, ich mach mal hier die Maus aktiv. Wir sehen hier unsere Punktezahl. Hier ist unser Licht. Das brennt langsam ab. Wir müssen zwischendurch Fackeln einsammeln. Wir haben hier Leben, wir haben Energie. Und hier sind unsere Waffen drin. Und hier weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Aber ihr seht schon, es wird dunkler. Dann fallen hier von oben so ein Dinger runter. Und hier können wir auch rumkrauchen. Jetzt kommt der, ruft ein Messer nach uns. Okay, und wenn wir den berühren, ist blöd. Und ihr seht, das Leben ist gerade runtergegangen. Das Leben ist runtergegangen. So, jetzt falle ich aber richtig runter. Okay. Den können wir nicht besiegen. Da brechen die Dinger durch. Und der schießt auf. Und bringt uns fast um. Unsere Energie ist schon ziemlich weit unten. Aber anscheinend fallen auch nicht alle runter. Zwei Dudes. Oh, da wurde ich erschossen. So schnell geht das. Also fangen wir wieder hier oben an. Ich mache das noch kurz so. Und ich habe noch, ihr seht schon, zwei Schläge noch mit der Peitsche. Ja, super. Halt dich am Seil fest, Mann. So, wir lassen es einfach mal dunkler werden. Wenn ich jetzt schon dran scheitere, ich zeige euch das jetzt und dann konzentriert, denn ich habe natürlich hier irgendwie so eine besondere Version, die man hier irgendwie kriegt. Nicht, dass ich mir das aussuchen würde, aber ihr seht, ich starte gerade den Rechner nochmal neu. Aus Gründen. So, hier kann ich jetzt sagen, okay, ich habe unendlich Energie, ich habe unendlich Leben. Wobei, wenn ich unendlich Energie habe, sollte ich auch unendlich Leben haben. Den Rest lasse ich einfach mal, so wie es ist. Und dann starte ich einfach mal. Und dann legen wir hier nochmal los. So, gehen wir hier nochmal rein. Das gab es in meiner Version damals nicht, sonst wäre ich bestimmt weitergekommen. Ich habe das Spiel so oft gezockt, bis ich endlich mal irgendwie auf diesem Zug gelandet bin.
wo denn die ganzen Tierchen rauskommen. Ich hoffe, da kommen wir auch noch hin. Genau, du wirfst mal. Du bist mir egal, ich muss dich nicht fertig machen. Du bringst mir keine Punkte. Oder vielleicht bringst du mir Punkte, weiß ich nicht. Oh, der hat mich getroffen. Es wird dunkel, das heißt, du musst ihn. Und den hauen wir einfach. So, und jetzt brauchen wir Geduld. So, wir sind schon gut zu kommen. Da habe ich aber echt gutes Timing, dass ich die genau immer erwische. So. Müssen wir ein bisschen runterklettern, sonst stoßen wir oben geben, wenn wir rüberspringen. Au. Ja, wenn man mittendrin getroffen wird. Oh, jetzt habe ich keine. Ich habe keine Peitsche mehr. Gut, dass ich keine Energie verbrauche. Aber ihr seht ja selbst, wie ich hier am Scheitern bin. Okay, wenn man von denen getroffen wird, ist man eigentlich sofort tot. Ein Glück, passiert nichts. Aber hier, ja, ist man natürlich zum Scheitern verurteilt. Da kommt der. Okay, dann klettern wir dem jetzt hinterher. Na, okay. Ihr seht schon, das ist richtig lustig. Hier kann man viel Zeit mit verbrauchen. Und auch wieder runterfallen. Und jetzt wird es richtig dunkel langsam. Hier muss ich rüber. Okay. Oh. Das ist ungünstig. Da unten war auf jeden Fall eine Fackel. Ich kletter jetzt erstmal hier hoch, um zu sehen, wo es hingeht. Muss ich hier hoch? Nee. Okay, ist nur, um nicht zu fallen. Ah ja, okay, wir sehen da drüben, die Fackel ist schon ziemlich klein. Oh, das tut da drüben weh. Okay, gut, dass wir hier gewechselt sind. Ja. Es wird dunkler und dunkler. Okay, jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich die Fackel. Wie geht's weiter, Leute? Bin ich nur hier, um die Fackel zu holen? Muss ich hier wieder zurück? Vielleicht muss man hier wieder zurück. Ich habe ja keine Ahnung mehr. Muss man auf der anderen Seite, wo die Dudes die ganze Zeit hoch und runter geklettert sind, muss man da irgendwie vorbei? So, gut, dass der dich festhält. Ja, da drüben muss ich lang. Okay. Okay, das war ein Todesfall. Also, da muss ich nur hin, um die Fackel zu holen. Oh, das wird lang. Ihr kennt mich und Jump'n'Run-Spiele. Wer mich schon öfter gesehen hat, weiß, dass ich Jump'n'Run-Spiele
richtig mag. Dass ich nicht mehr so richtig mittlerweile mit identifiziere. Also nicht. Alles Ironie. Ich muss mich hier richtig konzentrieren. Schlechtes Timing. Okay. So eine Berührung macht mich auch tot. Lernt der eigentlich nicht, dass der da runterfällt? Übrigens, dieses Peitscheschlagen erinnert mich so sehr an Double Dragon. Alles erinnert mich ja auch so ein bisschen an Double Dragon. Von der Grafik her. So, schön mit der Faust niedergestreckt. Sehr gut. Ja, da rein. Und hol dir das noch ab. So, jetzt kommt wieder das Geschicklichkeitsspiel überhaupt. Den habe ich noch getroffen. Habe ich von dem die Füße gerochen oder was? Meine Güte. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Zeit ich damit verwendet habe, dieses Spiel zu spielen. Stellt euch vor, ich habe nur 5 Leben. Und mache genau das hier die ganze Zeit. Frage ist, warum schießt der denn unmotiviert in die Richtung da drüben? Und der? Habe ich den schon wieder getroffen? Da gibt es einen Rhythmus und ich kenne ihn nicht. Jetzt aber. Aha. So. Da wollte ich nicht hin. Da hatte ich Sorge, dass der andere von unten jetzt kommt. Okay. Das ist der Trick. Der erste Trick. Wie kann man nur? Wie kann man nur das ganze Let's Play damit erfüllen, dass man irgendwie hier stirbt? Das große Sterben. In die... Leute, es tut mir echt leid. Ganz knapp geschafft. Hätte ja auch der letzte Sprung sein können. So. Immerhin knapp dazwischen durchgefallen. Was mache ich hier eigentlich? Ey, das kann nicht wahr sein. Nee, das reicht auch nicht. Indy! Jetzt wechseln wir hier rüber. Warten, dass der Dude hier wieder runterkommt. Wechseln hier rüber, wechseln hier rüber, wechseln runter. Und... ducken uns und hauen dem eins die Nase. So, jetzt wollen wir hier
aber drüber springen. Okay. Ich weiß halt nicht, wo es hier lang geht, ne? Okay, die andere Seite wäre besser gewesen. Autsch, autsch, autsch. Bitte wirf mich nicht ab. Ich bräuchte Licht. Hauptsache, du berührst mich nicht. Frage ist, was blinkt da oben? Gar nichts. Aber. Bam. Ich kann mich so nicht mehr an die Sachen hier erinnern. Ah, das ist eine Fackel, die da geblinkt hat. Okay. Da kommt ein Dude runter. Ist das rassistisch hier, dass die entsprechend farblich sind? Gerade so ihm die Nase gebrochen. Okay. Und cool. Wie weit bin ich jetzt wieder zurückgefallen? Nee. Nicht so weit. Nicht hier schon wieder. Oh nee. Nee, Leute. Das muss nicht sein. Immerhin habe ich die hier alle schon umgehauen. Ja gut, das ist ein. Gut. Mal gucken. Ach, das war der Punkt. Okay, da ging es nicht weiter. Was ist jetzt abgelaufen? Zeit. Da ist das Kreuz. Da muss ich hin. Okay, jetzt erkenne ich's. Das ist bestimmt irgendein Item, das ich einsammeln muss. Dann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Leute, 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 ihr denkt euch auch, was macht ihr da eigentlich? Und das ohne diese Cheats wäre. Ich weiß nicht, warum der da nicht springt an der Stelle. Da kommt er. Bam. Ja, ist dumm, wenn man nicht runtergucken kann. Da ist das Kreuz. Okay, da muss ich. Ich bin auf der richtigen.
Wenn ich jetzt sterbe. Wenn ich jetzt sterbe, starte ich an der richtigen Stelle oder starte ich hier wieder? Das ist die Frage. Ich starte an der richtigen Stelle. Oh, zum Glück. Okay. Gut. Habt ihr die Indiana Jones Filme auch so gerne gesehen? Oder seht ihr sie immer noch gerne? Und wie findet ihr die neuen Indiana Jones Filme? Ich mag die neuen Filme ja nicht. Also gerade der Kristallschädel war ein bisschen, der war ja echt nicht gut. So, eine Stufe runter ging. Die zweite war blöd. Genau. Ich habe das Kreuz. Da, jetzt habe ich es eingesammelt. Okay, cool. Das heißt aber, hier unten kommt man wieder hin. Das heißt, jetzt muss man irgendwie auf die andere Seite, oder? Frage ist, bin ich von hier gekommen? Sieht auch nicht so aus, als würde es hier weitergehen. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Autsch, autsch. Hier von da oben bin ich gekommen. Okay. Der freundliche Mitbewohner. Kommt auch irgendwo anders her. So, das Kreuz haben wir weiterhin. Immerhin. Dann geht's hier hoch. Da geht's nicht hoch. Wo geht's hier weiter? Da sind wir doch gerade hergekommen. Wie ist da oben noch irgendwo weiter? Ich habe keine Ahnung. Wir haben das Kreuz. Ah. Super. Ja, da oben ging es vielleicht weiter. Jetzt mache ich da wieder die Chose. Ich wollte zum Zug, wenigstens zum Zug. Ich wusste nicht, dass der so weit weg ist. Ich meine, das ist das erste Level hier. Nicht auszudenken. Ja, Indy, was soll ich machen? Ja, das ist der richtige Weg gewesen. Da ist er. Da ist raus. Da ist raus. Da muss ich raus. Ah. Da ist der Zug. Das ist der Zug. Ich weiß auch nicht, wie oft ich hier dran gescheitert bin. Dafür der Zirkuszug. Aber er fährt jetzt los.
Warum haben die so viele Nashörner dabei? Warum hat ein Zirkuszug überhaupt Nashörner dabei? Ist die Frage. Was ist das für ein Zirkus? Dann ein Duffy-Zirkus. Okay, hier bin ich natürlich auch mega oft gescheitert dann. Ja, genau an solchen Sachen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das dann ist. Da die Kante nicht erwischt. Meine Güte. Die nehmen es aber genau. So, gerade noch den letzten Wagen erwischt. Nur nicht in der Mitte getroffen werden. Bam. So, zwei Giraffen haben sie dabei. Die natürlich schön nach draußen gucken. Drei Giraffen, vier Nashörner. Ja, das ist das Problem, wenn man in der Luft getroffen wird, dann ist man nicht immun gegen diese Würfe. Ich habe auch nur eine Peitsche bisher gefunden, aber das liegt auch einfach vielleicht daran, dass ich jetzt die geheimen Verstecke nicht gefunden habe. Lass dich ruhig treffen. Ist okay. So, da ist die Giraffe. Nicht zu hastig. Geduld. Geduld ist eine Tugend, die ich nicht besitze in diesem Spiel. So. Ich weiß nicht, ob ich den Zug jemals geschafft habe. Ich glaube nicht. Denn allein an solchen Sachen scheitert's, dass ich einen Pixel zu weit springe oder so. Und es ist ja wirklich nicht mehr als ein Pixel. Also eigentlich müsste er ja noch direkt da drauf landen. Okay. Wenn das Nasenhorn ausgefahren ist, dann nicht drüber springen. Nicht so hastig. Hier springen. Hier springen. Das war wieder ein Stück zu weit. Meine Güte. Indy. Welches ist euer Lieblingsfilm? Ist es Last Crusade mit Sean Connery auch? Ich finde es super. Aber ich glaube, der Tempel des Todes ist mein Lieblingsfilm. Stück zurück. Springen. Haben wir gerade so geschafft. Springen. Ja, jetzt wirft er. Wo ich gerade springe. Die ganze Zeit wirft er nicht. Ich warte darauf, dass er wirft. Und er wirft nicht.
So, jetzt haben wir das mal wieder geschafft. Okay. Giraffi. Okay. Weiter als bisher. Wirklich, der letzte hatte da gefehlt, um das zu schaffen. Leute, echt. Typisch. The Castle of Brunwald. The Ascent of Castle Brunwald. Okay. Wirklich wie im Film. Das sieht ja lustig aus. Er sieht anders aus. Bin irgendwie da hochgelaufen. Weiß ich nicht. Wie tief können wir fallen? Der Aufstieg des Castle Brunwald. Okay. Ja, man darf nicht ganz nach oben klettern. Okay, ich hab's verstanden. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Prince of Persia, wobei die Grafik bei Prince of Persia natürlich deutlich schlechter war. So, kommt man hier hoch? Nee, reicht genau nicht. Der braucht die Füße zum Festhalten. Und das reicht auch nicht für ihn. Okay. Interessant. Diese Lavabällchen von oben irritieren auch ein bisschen. Hehe. Nicht cool. Nicht cool. Ach, da geht's gar nicht weiter. Okay. Genau, das ist da, wo wir jetzt eben waren. Und wo wir nicht weiterkommen. Okay. Müssen wir mal die andere Richtung probieren. Das interessiert uns nicht. Ah, wir haben aber schon dieses ein Schild gekriegt da. Oder war das, das war vom Last Crusade wahrscheinlich. Ende. Das ist auch nicht gut da. Wie muss man da denn runter? Also hier verbrauchst du ja auch deine ganzen Leben, denn du hast ja keine Ahnung, was du machen musst. Ich kann mich auch nicht dran erinnern an dieses Level, ganz ehrlich. Hier geht es ja auch nicht weiter. Darüber geht es auch nicht. Hier geht's hoch. Ach so, vielleicht so lang. Okay. Da drüben wäre es vielleicht lang gegangen. Ja, ja, trefft mich ruhig. Okay, ich verstehe. Ich mach bloß nicht. Einmal hier runter. Genau. Nee. Genau hier nicht lang. Der Trick ist hier lang zu laufen. So geht's lang.
Dann hier durch. Da sich ranhangeln. Hier sich runterhangeln. Okay. Wo geht's hier lang? Schade, dass man nicht nach unten sehen kann. Laufen die weg? Ne, die tun einem weh. Okay. Oh, im Zweifelsfall tun sie einem weh. So, wenn ich nicht nach unten sehen kann, dann müsste ich hier eigentlich lang springen. Okay. Einmal Feuerratten. Dass ich das nicht geschafft habe. Der hat mich komplett aufgefressen. Okay. Gut, muss man auch wissen. Leute, wir sind auch schon wieder bei 40 Minuten. Okay. Blitz. Da wird mir ein Blitz angezeigt. Keine Angst. Warum komme ich hier nicht weiter? Okay, hier kommt ein bisschen durch. Keine Ahnung. Da drüben muss ich eigentlich auch hin. Was hat es mit dem Blitz auf sich? Oh, hier geht's noch höher. Das musst du ja erstmal wissen. Ist jetzt genau das Ding da rausgebrochen, wirklich. Okay, also hier war ich definitiv noch nie in meinem Leben. So weit habe ich das als Jungspund nie geschafft. Halt dich fest. Fall aus dem Bild. Gut, dabei belassen wir es. Ich bin weitergekommen als Jungspund. Das reicht mir jetzt schon. Und zwar nach 40 Minuten. Aber mit Cheat. Ja, war ein tolles Spiel damals. Allein die Grafik war super. Erinnert natürlich auch sehr stark an
Ich gehe mal hier in den Modus. Erinnert natürlich sehr stark an alles, was LucasArts, Lucasfilm Games gemacht hat. Monkey Island, Loom, die ganzen anderen Indiana Jones Dinger. Also, ja. Wann kommt eigentlich mal so ein Guybrush Threepwood Film? Das wäre doch auch mal was Schönes. Nö, ansonsten überzeugend von den Farben her. Ich liebe es. Indiana Jones war schon immer gut. Es wird immer gut bleiben, wenn da gerade wieder komische neue Filme rauskommen und der Held plötzlich zu einem alten, schrumpeligen Mann wird, der völlig gescheitert ist in seinem Leben, was immer sehr schade ist. Aber damit belassen wir es. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr mit mir in diese Erfahrung aufgenommen habt. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play am Casual Friday mit irgendwas vom Atari. Bis dann, macht's gut. Ciao.